BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Schönen guten Tag alle miteinander. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor dem Revierderby hier im Signal Iduna Park gegen Schalke 04. Wir hoffen, dass es ein friedliches Revierderby wird, sowohl was die Zeit während des Spiels angeht, als auch die Zeiten davor und danach. Möchten Sie um eines noch bitten, nämlich darum, dass Sie in Ihren Medien unterbringen, dass wir es uns sehr wünschen würden, wenn die Fans frühzeitig anreisen, weil dann einfach mehr Zeit besteht, um ordentlich zu kontrollieren und eine vernünftige Zuwägung zu garantieren. Ich begrüße Jürgen Klopp und wir warten auf Ihre Fragen. Wir gehen zu Watz, bitte. Ja. Hallo, Düşertürk, WAZ. Herr Klopp, ist Marco Reus schon körperlich in der Lage, vielleicht zu beginnen gegen Schalke oder reicht es noch nicht? Doch, denke ich schon. Es macht ja keinen, also gravierenden Unterschied. Man könnte rein theoretisch auch auswechseln. Also das geht ja auch. Er hat es ja selber gesagt, dass das am Samstag schon so an der Kante war. Er hat ja gerade mal 2 Tage so richtig mit der Mannschaft trainiert. So wahnsinnig lang war es ja nicht, aber das, jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß das. Wenn du da nicht im Rhythmus bist, kommst du rein, läufst einmal hoch, einmal runter und dann brennt die Lunge, als wärst du schon 87 Minuten in den Beinen. Obwohl das nicht so ist, tut es trotzdem genauso weh und genau das hatte er. Mehr ist nicht passiert und trotz alledem hat er 2 Riesenchancen gehabt, eine davon genutzt. Also alles gut, schön, dass er wieder da ist und also alles ist möglich, da, dass er anfängt, dass er reinkommt. Steht auf jeden Fall im Kader. Martin Feier mit der BVB-Total-Zuschauerfrage. Die dreht sich tatsächlich auch ein bisschen ums Personal. Heiko Wittrock schreibt uns, gegen Hannover musste Oberpause gehen. Mich interessiert, ob er im Derby auflaufen könnte. Ich denke ja. Also da sind wir wieder dabei. Jeder, der anwesend vielleicht einen Pferdekuss hat, da gibt es unterschiedliche Varianten. Die ganz leichte Form, die ein bisschen unangenehm ist. Und dann gibt es die, wo du kaum noch und du musst gar nicht anspannen kannst. Er hat wirklich gebissen und hat es versucht vor Hannover. Das sah so unrund aus, dass wir sagen mussten, also wenn da eine Fliege drauf liegt, dann ist das schon wahrscheinlich für ihn nicht mehr zu tolerieren. Deshalb haben wir da rausgelassen. Jetzt sind wir 2 Tage weiter. Gestern ist er intensiv gelaufen. 2 Kämpfe hat er noch keine gehabt. Die wird es heute auch nicht geben. Ich gehe davon aus, dass er dabei sein kann. Aber endgültig weiß ich das wahrscheinlich erst nachher, wenn er mal irgendeinen 100%-Test gemacht hat. Aber also diese Zeit, 3-4 Tage, das reicht ja normalerweise auch, damit die Durchblutung so funktioniert, dass dann der Muskel auch nicht mehr so wehtut. Harald Grundmann für die ARD. Jürgen, es gab mal Derbys in der Vergangenheit, da konnte man die Spieler an einer Hand abzählen, die so jetzt hier im unmittelbaren Umfeld ihrer Städte, also Gelsenkirchen und Dortmund, geboren, aufgewachsen sind. Das ist in diesem Derby anders. Sowohl in Dortmund als auch Gelsenkirchen sind unheimlich viele Jungs dabei, die ja auch mit der Rivalität aufgewachsen sind, sogar schon in ihren Jugendmannschaften. Könnte das so ein ganz spezielles Derby dann auch dadurch geben? Könnte das einen Einfluss haben auf das Spiel? Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also wie sollte es noch intensiver werden als die wir schon gespielt haben? Also da muss man jetzt auch nicht irgendwie 100% noch irgendwie versuchen zu steigern. Das ist eine, wie ich finde, eine sehr schöne Geschichte. Also es ist ja nicht so, dass wir uns geradezu mit Sympathiebekundung überhäufen, Schalke und wir, aber das ist schon ein guter Weg, den sie da einschlagen. Das muss man sagen. Also sie haben einen hohe Qualität generell im Kader, aber wirklich viele Verletzte. Da können wir ja auch ein Lied von singen, aber das wird morgen keinen großen Unterschied machen. Da fehlen etliche Jungs, das wird schon fast ein eigenes Derby, können wir damit spielen. Und die Burschen, die sie dann da jetzt in der Startformation haben, das sind schon Riesentalente, das muss man sagen. Ob das Kolasinac ist, der zwar nicht direkt ein ganz eigener Junge ist, der aber, glaube ich, in der Jugend verpflichtet wurde. Goretzka, der zwar erst letztes Jahr aus Bochum kam, aber zumindest aus der Region. Max Meyer ewig da, Julian Draxler ewig da, das hat natürlich schon Eihahn jetzt ganz neu dabei, großes Talent, das, sag mal so, wenn es nicht Schalke wäre, würde es sogar Spaß machen, dazu zu gucken. Ja? Also das ist eine gute Entwicklung, wir haben das auch mal so gehabt, in ein paar Jahren werden die Schalke auch merken, die werden älter. Ja? So, dann sind es irgendwann 3, 24 und dann müssen die Nächsten dastehen und da sind wir auch dabei. Aber das ist ein guter Weg und das ist,
Ich glaube, die Intensität ist bei 100%. Mehr gibt es ja nicht. Die Jungs, die hier nicht aufgewachsen sind, haben trotzdem innerhalb kürzester Zeit bekommen die vermittelt, was das bedeutet. Also ich bin jetzt im sechsten Jahr hier, noch kein Spieler erlebt, der es geschafft hat, sich von dieser Intensität frei zu machen, sondern das spürst du in jedem Moment vor diesem Spiel, in jedem Moment im Spiel und je nach Ergebnis, eigentlich auch bei jedem Ergebnis, auch nach dem Spiel. Unentschieden haben wir, glaube ich, noch gar nicht so oft gespielt, hat irgendwie immer oder meistens einen Gewinner gegeben und dementsprechend auch da die maximalen Ausschläge. Das hat mit dem Geburtsort wenig zu tun, aber schön ist es trotzdem. Harald, im Übrigen haben sich gerade die Spieler mit einem regionalen Hintergrund sehr für ein faires Derby ausgesprochen. Ich verweise da heute nur mal auf das Interview, das Kevin Großkreuz der Welt gegeben hat. Bijan, nächste Frage von dir. Ja, Jürgen, du hast die Frage schon wieder halb vorweggenommen und zwar geht es um die jungen Spieler von Jens Keller. Was war dein Eindruck von denen im Spiel gegen Braunschweig? Leider wie gut. Wie schätzt du die so grob gut, ein? Gut, gut, gut. Ja. Also hätte ich das Spiel gegen Braunschweig nicht gebraucht, das ist vorher auch schon klar. Also Leon Goretzka haben wir auch gesehen in Bochum, ja, wollten wir auch haben. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum er dann am Ende sich für Schalke entschieden hat. Und das ist, also wir kennen die Jungs natürlich auch lange, aber Julian Draxler brauchen wir kein Wort zu verlieren. Und Max Meyer habe ich in der Jugend schon spielen sehen, hier in den Jugendderbys, wirklich eine Granate. Also dementsprechend ist das schon einfach stark. Und das Coole an diesen jungen Kerlen ist ja dann, dass sie schon eine Riesenqualität mitbringen und du trotzdem immer so ein bisschen dann, ja, der Jugend dann so ein bisschen geschuldet, so ja, Nachsicht praktisch im Umfeld bekommen. Sagen wir, wenn es mal nicht so läuft, die sind noch richtig jung, aber wenn es läuft, sind die einfach richtig stark und die haben zuletzt einfach richtig gut gespielt. Und dementsprechend wird das morgen natürlich hochspannend. Anne van Eickels für den WDR-Hörfunk. Das ist das Topspiel des morgigen Spieltags, Zweiter gegen Dritter. Gibt es eigentlich einen Favoriten aus deiner Sicht? Nö, also ich würde sagen, es ist immer so, dass die Mannschaft, die zu Hause spielt und natürlich diese Favoritenrolle schon ein bisschen hat, aber wir liegen einen Punkt auseinander, plus 30 Kilometer also, oder 40 Kilometer, das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig viel und dementsprechend ist es nicht wichtig. Beide Mannschaften wollen gewinnen. Das ist ja, wenn man Favoriten normalerweise nennt, dann muss der gewinnen und andere will nur gewinnen. In dem Fall müssen eigentlich beide gewinnen. Deshalb ist das mit der Favoritenrolle ziemlich wurscht. Es geht darum, dass zwei wirklich gute Fußballmannschaften aufeinandertreffen und das in einem sportlich eben wünschenswerterweise sehr intensiven Spiel sich messen und draußen einfach alles ruhig bleibt. Das wäre echt extrem cool. Also das wäre so das, was wir uns alle wünschen. Weil der Letzte ist auch so, ich bin da nicht so gerne dran, aber es ist ein Fakt, wir haben dort gewonnen und anschließend wurde leider über andere Dinge geredet. So, da wird vorher so getan, als gäbe es für jeden Fan nichts Wichtigeres als dieses Derby. Dann gewinnt die Mannschaft und anschließend ist das Ergebnis in einer Viertelsekunde abgehakt und dann geht es nur noch um Beleuchtungsmittel. So, und das fand ich jetzt irgendwie auch ein bisschen zwar gar nicht so dolle. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir das diesmal einfach so, Fehler, auch wenn es große sind, selbst dann, die kann man ja machen, aber idealerweise dann doch draus lernen, wäre dann so die richtige Herangehensweise. Wir gehen zum Bild in die zweite Reihe. Ja, das Spiel ist ja nicht nur interessant, weil es ein Derby ist, sondern auch aufgrund der Tabellensituation. Nachdem die Meisterschaft jetzt morgen dann wahrscheinlich auch amtlich futsch ist, wie wichtig ist Ihnen der zweite Platz? Völlig überraschend, sehr wichtig, haben wir glaube ich schon ein, zwei Mal erwähnt. Also es geht um direkte Champions-League-Qualifikation und dafür musst du sehr viele Mannschaften hinter dir lassen. Und auf dem zweiten Platz hast du praktisch alle Mannschaften hinter dir gelassen, außer einer. Und das ist ja schon lange klar, also dementsprechend ist das unser Ziel. Und also wenn es am Ende dann irgendwie knapp Platz 3 wird, ist das keine Katastrophe, aber wir haben unser Ziel da, wie wir finden, sehr mutig formuliert. Und deswegen kämpfen wir darum eben auch. Es ist der Platz in der Bundesliga, den wir haben wollen und um ihn zu kriegen, muss man noch relativ häufig punkten in diesen verbliebenen 8 Spielen. Und da gibt es nichts zu verschenken und schon gar keine Punkte. Und dementsprechend sollten wir da morgen, ja, mit anfangen. Harald Grundmann nochmal.
Sebastian Kehl könnte jetzt noch 3 Bundesliga-Derbys erleben, theoretisch. Wie hast du denn die Vertragsverlängerung von ihm aufgenommen und wie wichtig ist er jetzt noch in diesen knapp anderthalb Jahren für dich, für die Mannschaft? Ganz wichtig. Also ich war jetzt nicht völlig unbeteiligt an der Vertragsverlängerung, nicht, dass ich irgendwie was bei den Gesprächen dabei gewesen wäre, aber ja, hätten wir aus dem Trainerteam gesagt, also Kehli können wir uns leider nicht mehr vorstellen, dann würde Sebastian möglicherweise entweder in den USA spielen oder schon irgendwo im Verein anderweitig arbeiten. Ich bin sehr froh, dass das eben nicht der Fall ist. Also war eine ganz klare sportliche Entscheidung, hat nichts mit Dankbarkeit zu tun oder sonst was, sondern Sebastian ich kann über die Jahre bevor ich hier ankam, nicht so wahnsinnig viel sagen, da kann ich ein bisschen privat, aber nicht besonders gut, und hat sich zu einem herausragenden Kapitän entwickelt. Herausragend, also wirklich in seiner ganzen Art, ganz sympathischer Bursche und sportlich einfach. Man hat so ein paar Jahre Auszeit gehabt, wenn man so wahrscheinlich alles zusammenzählt, dann ist das leider so, dass er mit ein paar Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber tatsächlich, seit ich hier bin, immer wenn Kehli fit ist, ist er sofort da. Also das war auch so und und jetzt ist es zum Glück schon eine Weile und bleibt hoffentlich auch und dann ist alles gut, dann ist Sebastian für uns eine super wichtige Option und als Führungsspieler wahnsinnig wichtig und deswegen, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Nochmal die Bild in der zweiten Reihe. Es geht sowohl bei Schalke als auch bei Dortmund für einige Spieler auch noch darum, sich Tickets für die WM zu sichern. Wundern Sie sich da, dass Joachim Löw lieber in Berlin sitzt als hier auf der Tribüne? Nein, also ich beobachte auch viele Spiele und die meisten davon im Fernsehen. Also weiß ich nicht genau, warum das so ist, aber in Berlin, also zumindest bei den anderen Mannschaften, laufen auch genügend Spieler rum, die für die WM in Frage kommen. Also deswegen macht das natürlich schon Sinn. Und eine WM-Nominierung hängt nicht von einem Spiel ab. Dementsprechend ist es auch nicht so wahnsinnig wichtig, ob du das eine gesehen hast, sondern es hängt von vielen, vielen Spielen ab. Und die Eindrücke, die werden auch im Bundestrainer nicht vorenthalten bleiben, sondern er wird erfahren, wer herausgeragt hat und wer nicht. Und dann kann man sich das heutzutage nochmal angucken. Und wir gehen aufs Kamerapodest, bitte. Ja, Herr Klopp, zwei Spieler, die im Moment im Fokus stehen, sind auch Klaas-Jan Hünteler und Robert Lewandowski. Beide sind in richtig guter Verfassung. Wie beurteilen Sie beide Stürmer? Sind das Typen, die man vielleicht vergleichen kann oder wo sind die größten Unterschiede zwischen den beiden? Also die Unterschiede möchte ich nicht so, also dazu müssen wir jetzt wirklich viel mehr wissen. Ich vor allem über Klaas-Jan Hünteler, den sehe ich ja nur alle in... im Fernsehen. Und dementsprechend meistens auch nur die Zusammenschnitte und die Tore. Beides sind ausgewiesene Torjäger. Soll es beiden nicht viel Raum geben. Soll es beide nicht in torgefährlichen Räumen generell an den Ball lassen. Dann sonst ist es nicht so gut. Das zeichnet einen Torjäger aus. Ansonsten haben sie von der Spielweise her sicher Unterschiede, aber die sind nicht wichtig, weil das ist ja wie beim Charakter, da sind wir ja auch alle anders. Aber das hat schon Qualität, klar. Unseren kenne ich besser, über den könnte ich bald ein Buch schreiben, aber denn über Klaas-Jan wäre es nur ein Reklamheftchen. Dementsprechend soll ich da besser nicht so viel zu sagen, weil es wahrscheinlich das meiste von falsch wäre. Gibt es weitere Fragen? Anne van Eickels nochmal. Ich habe noch eine allgemeinere. Heute wird der Videobeweis diskutiert, darüber entschieden, beziehungsweise nicht Videobeweis, der Torlinientechnik. Dankeschön. Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung? Sascha hat mir eben gesagt, dass wir haben dafür gestimmt. Und du darfst jetzt nichts anderes sagen. Ne? Ach so, ja, dann bin ich raus. Das habe ich mitbekommen. Ja. Also, in dem Tag, an dem es bezahlbar ist und für alle leicht zu kriegen sozusagen, an dem Tag, an dem das nicht in der Bundesliga wichtig scheint und in der zweiten Liga und dritten Liga eben nicht so wichtig, wo auch Menschen jeden Tag sich um Fußball kümmern, bin ich sofort dabei, weil grundsätzlich halte ich alles, was Entscheidung den Entscheidern dann es auch leichter macht, Fehler zu vermeiden, für absolut sinnvoll. Aber so, also in der Bundesliga dann bezahlbar, in der zweiten Liga müssen Vereine überlegen, ob sie es machen. Also wir haben irgendwann mal ein Vorbereitungsspiel gehabt beim Zweitligisten, habe ich nachher gefragt, ey, ihr habt eine fußballisch gute Mannschaft, warum macht ihr den Rasen nicht? Da können wir nicht zahlen.
wir reden über 100.000. Ich weiß nicht genau, was Torlinientechnik kostet, aber solange das so ist und es wie vereint, dann muss man nochmal einfach über die Bücher gehen und es wird Gründe geben, warum ein paar Leute dagegen gestimmt haben. In den entscheidenden Momenten, dann, Sascha hat mir eben gesagt, ich würde gerne mit dem, von Herrn, wenn am letzten Spieltag der Saison die Entscheidung gegen uns fällt, weil wir keine Torlinientechnik hatten. Dann würde ich mich vermutlich aufregen. Das ist wahrscheinlich. Du hast gesagt, du regst dich nicht auf? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich reg mich ja heute noch auf über die Abseitsentscheidung in Frankfurt gegen Hamburg. Das ist 5 Jahre her oder so. Aber der hat Torlinientechnik auch nicht geholfen an dem Tag. So. Nee, also das ist ja keine Frage. In gewisser Weise, auch wenn gerade bei mir Emotionen mal irgendwie übers Ziel hinausschießen, gehören sie halt trotzdem dazu. Und nochmal, wenn, dann für alle. Und wenn jemand in die Bundesliga aufsteigen sagt, ich muss oder in die zweite Liga oder wo auch immer hin und müssen auf Spieler verzichten, weil die Torlinientechnik ein bisschen kostet, und dann halt nicht. Aber grundsätzlich, klar, Chip in Ball, alles rein, alles gut, wenn es hilft, dann bin ich dafür, wenn es bezahlbar ist. Das habe ich mitbekommen. Haben wir gesagt. Dein Kollege hat das schon gesagt. Das ist nur die ARD hat das mitbekommen anscheinend. Live auf ARD. Ihr sitzt zu weit auseinander. Torlinientechnik ist abgelehnt worden. Ja. Boris Rupert. Jürgen, wir haben gerade über Jugend im Derby gesprochen. Bei einem so hitzigen Spiel, was auf den Rängen hitzig sein wird, was auf dem Rasen wahrscheinlich hitzig sein wird, wie viel Routine tut denn auf dem Platz da ganz gut? Wie viel Derby-Erfahrung? Kann das auch ein Vorteil sein? Routine gepaart mit Leidenschaft, Laufbereitschaft und Spielwitz hilft immer. Routine allein hilft gar nicht. Ja, sonst könnten wir alle noch kicken. Weil routiniert sind wir ja alle irgendwie mittlerweile, aber das alleine hilft dir gar nicht, sondern, ja, also mir wäre es auch recht, wenn den Schalkern Jungs morgen die Knie schlottern würden, aber ich befürchte, es ist nicht so. Den Eindruck haben sie bisher nicht gemacht, die haben, glaube ich, eher Bock darauf, also dementsprechend die Burschen, unsere, wie, also wir haben jetzt sehr viel Positives und das finde ich ja auch wirklich angemessen und angebracht, in dem Fall über diese jungen Kerle von Schalke 04 gesagt, aber wir haben ja auch noch ein paar dabei, so, die eben noch sehr jung sind und die auch bei uns ausgebildet wurden und so weiter, jetzt nicht direkt in Dortmund geboren, aber sogar die haben wir, nur die sind nicht mehr so jung. Also dementsprechend, es ist eine spezielle Geschichte, das auf jeden Fall. Und das ist aber immer so, bei uns mussten das auch einige lernen, ihre maximale Lust auf dieses Spiel dann auch noch in Leistung umzuwandeln. Das ist nicht... Das ist kein Kindergeburtstag, das ist nicht so leicht, weil die Erwartungshaltung im Umfeld, auch die Burschen, die jungen Kerle, die kennen Haufen Leute, denen das Derby sehr wichtig ist und ich befürchte, dass ihre Handys voll sind mit guten Ratschlägen und vielleicht auch anderen Dingen, so nach dem Motto, pass bloß auf, wenn. Ja, das alles gehört dazu. Es wird in keinem anderen Spiel wird die Wichtigkeit des Fußballs so sehr unterstrichen wie in diesem Derby. Und sich damit auseinandersetzen, dabei hilft Routine sicher. Aber ohne die anderen Dinge, die ich angesprochen habe, ist sie nutzlos.